Wir von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten kümmern uns mit Leidenschaft um auffällig schönes Kulturgut. Schloss Altenstein, Schloss Bertholdsburg, Schloss Heidecksburg, Schloss Mohlsdorf, Schwarzburg, Sondershausen, Wilhelmsburg, Schloss und Park Wilhelmsthal, Renaissance-Schloss Dornburg, Burg Ranis, Burg Weißensee, Wasserburg Kapellendorf, Burgruinen. Was vergessen? Ach ja, Schloss Friedenstein, das Größte. An diesem wunderbaren Kulturerbe bauen wir gerade. Wir müssen das tun, denn sonst bröckeln uns die Schmuckkästchen unter den Händen weg. Naja, nicht ganz. Aber die Lage ist ernst. Statische Sicherung, Mauersanierung, Fenstererneuerung, Brandschutz, Dachsanierung, Objektsicherheit, Neuinstallation von Elektroanlagen, Innenausbau, Fassaden. Was vergessen? Ach ja, die barrierearme Erschließung. Viel ist zu tun. Meist geht es an die Substanz, bevor es um die Wiederherstellung von altem Glanz gehen kann. Architektinnen, Baustatiker, Fensterbauer, Maurer, Zimmerer, Bauforscher, Restauratorinnen. Was vergessen? Ach ja, noch viel mehr beteiligte Fachleute. All diese Menschen und ihre Tätigkeiten wollen gut koordiniert sein. Und genau das leisten die Projektteams in unserem Haus. Dank Bund und Land Thüringen können wir 200 Millionen Euro verbauen. Im Sonderinvestitionsprogramm 1. Klingt übertrieben? Ist es aber nicht. Die Sanierung von Denkmalsubstanz ist äußerst komplex. Und manchmal kommt es zu unguten Überraschungen. Haben wir noch was vergessen? Ach ja, Baustellen sind nicht schön, das wissen wir. Aber sie sind notwendig, damit unser gemeinsames Erbe auch in ein paar hundert Jahren noch glänzen kann. Dafür, finden wir, lohnt sich jede Mühe. Und jedes Gerüst.